Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael. Ich habe die neue DJI R2S mit der doch jetzt schon etwas älteren Mavic 2 Pro verglichen und möchte euch, falls ihr vor der Entscheidung eines Kaufes steht, hier mal die Vor- und Nachteile beider Drohnen mitteilen. Die R2S ist etwas kleiner als die 2 Pro. Ihr fehlen ca. 3 cm in der Länge, ca. 1 cm in der Breite, dafür ist sie ungefähr 6 mm höher als die 2 Pro. Im Gewicht fällt der Unterschied doch schon etwas deutlicher aus. Die R2S wiegt nur 595 Gramm, die 2 Pro bringt ordentliche 907 Gramm auf die Waage. Bei der Geschwindigkeit hat die 2 Pro einen leichten Vorteil, sie fliegt 72 km/h, die R2S kommt hier nur auf angegebene 68 km/h, in der Praxis könnt ihr da aber eigentlich gar keinen Unterschied feststellen. Aber auch nur eigentlich, denn was man merkt, ist das Gewicht der 2 Pro. Die R2S fliegt deutlich dynamischer und bietet zum Beispiel eine doppelt so hohe Sinkgeschwindigkeit. Auch steigt sie etwas schneller und ist eben etwas wendiger. Das merkt ihr vor allem im Kurvenfliegen dann doch sehr deutlich. Dafür liegt die 2 Pro durch das höhere Gewicht etwas stabiler im Wind, kann hier also etwas ruhiger schweben und dadurch ruhigere Bilder produzieren. Beide können den Wind bis ca. 38 km/h ausgleichen. Die 2 Pro ist vom Sound etwas ruhiger, sie hat ein etwas tieferes Wummern. Die R2S ist hier etwas schriller. Beide sind mit einer Flugzeit von 31 Minuten angegeben. Die 2 Pro könnt ihr noch in einer Höhe von 6000 Metern starten, die R2S nur in einer Höhe von 5000 Metern. Ich denke aber, das sind Probleme, die die wenigsten von uns hier haben werden. Auch ist der untere Betriebstemperaturbereich bei der 2 Pro mit minus 10 Grad tiefer als bei der R2, da sind es nur 0 Grad. Das sind aber auch eher nur theoretische Werte. Ich habe jetzt noch von keinem gehört, der nicht bei minus 5 Grad seine R2S noch starten konnte. Beide Drohnen haben einen 1 Zoll großen Sensor mit 20 Megapixeln. Die R2S bietet das Ganze an einer Brennweite von 22 mm, die 2 Pro hat da 28 mm Brennweite. Mit den 22 mm bekommt ihr also deutlich mehr aufs Bild, mit den 28 mm könntet ihr aber etwas näher an der Action sein. Die 2 Pro hatte für eine verstellbare Blende von f2,8 bis f11, die R2S bietet hier nur eine feste Blende von 2,8. Gerade im Videobereich hat man hier mit der 2 Pro etwas mehr Spielraum, um die Verschlusszeit mit ND-Filtern und der Blende perfekt an die Lichtbedingungen anzupassen. Fotografisch sind die Auswirkungen jetzt nicht so groß, da man ein sichtbar verschwommenes Bokeh eigentlich nur wirklich sieht, wenn man sehr nah am Objekt ist. Dafür bietet die R2S zum 3-Achsen-Gimbal auch noch die elektronische Rocksteady Bildstabilisierung. Hier hat man also etwas mehr Stabilisierungsvorteil. Im Videobereich hat die R2S ganz klar einen riesen Vorteil. Sie nimmt mit 5,4K mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde auf. Die 30 Bilder schafft ihr bei der 2 Pro auch, aber nur in 4K. Und da kann die R2S schon 60 Bilder pro Sekunde aufnehmen. Für 60 Bilder pro Sekunde müsst ihr bei der 2 Pro schon auf 2,7K runter. Und das ist natürlich deutlich weniger Auflösung. Vor allem die 5,4K bieten natürlich eine riesen Reserve zum Croppen, um einen schönen Bildausschnitt zu finden oder etwas ins Bild zu zoomen, da ihr mit 5,4K im Vergleich zu 4K eine doppelt so hohe Auflösung habt. Beide können die Videos in 10-Bit D-Log aufnehmen. Die R2S bietet hier aber 150 Mbit Bitrate, die 2 Pro schafft da nur 100 Mbit und hat dadurch etwas weniger mögliche Videoqualität. Ein kleiner Nachteil bei den 4K mit 60 Bildern bei der R2S ist der ca. 1,3-fache Crop. Hier habt ihr also statt den 22 mm eine Brennweite von 28 mm, also wie bei der 2 Pro, nur eben mit 60 Bildern pro Sekunde. Beide Drohnen bieten euch 20 Megapixel für eure Fotos. Die R2S hat durch die Rocksteady-Technologie die Möglichkeit, ruhige Langzeitbelichtungen mit bis zu 8 Sekunden aufzunehmen. Die 2 Pro bietet dafür den Hasselblatt-Look und mit 14 EV eine etwas höhere Bilddynamik wie die 12,6 EV der R2S. Dafür bekommt ihr bei der R2S genauso wie im Videobereich mit 22 mm Brennweite etwas mehr aufs Bild als bei den 28 mm der 2 Pro. Die
Die R2S bietet das neue OcuSync 3.0. Die Reichweite steigt damit in Europa von 6 auf 8 Kilometer. Soweit solltet ihr natürlich nicht fliegen. Zusammen mit den 4 statt 2 Antennen habt ihr aber trotzdem eine etwas stabilere Bildübertragung bei der R2S. Ihr habt etwas weniger Latenz und die Bitrate der Übertragung kann maximal 16 Mbit statt 12 Mbit erreichen. Ihr könnt den Smart Controller mit der R2S nutzen. Hier wird dann aber auch nur wieder das alte OcuSync 2.0 genutzt. Alles in allem ist bei der R2S das Übertragungssystem also etwas besser als bei der 2 Pro. Die R2S hat nun Active Track 4.0 und Point of Interest 3.0. Die 2 Pro bietet euch hier bei beiden nur die Version 2.0. Die R2S ist dadurch im Tracking noch ein gutes Stück besser geworden. Selbst wenn sie das getrackte Objekt mal kurz verliert, weil sich etwas im Sichtfeld befindet, hat sie kein Problem, das Tracking danach fortzusetzen. Auch hat die R2S jetzt noch die Master Shots Funktion bekommen. Hier erstellt die Drohne automatisch einen Film mit verschiedenen vorprogrammierten Quickshots. Diese werden dann automatisch zusammengeschnitten und es wird auch noch automatisch ein bisschen Musik hinterlegt. Ihr könnt die auch in 4K aufnehmen, aber bisher nur mit Apple-Geräten. Einige von euch werden die Master Shots aber wahrscheinlich gar nicht brauchen, weil sie sowieso alles manuell fliegen. Die R2S hat keine Seitensensoren, so wie sie die 2 Pro bietet. Das heißt, ihr habt keine Objekterkennung im Seitwärtsflug, weshalb ihr hier einfach etwas mehr aufpassen müsst. Die anderen Sensoren funktionieren aber sehr gut und sind etwas genauer als an der 2 Pro. Auch bietet die R2S ADS-B, welches euch automatisch bemannte Fluggeräte im Umkreis anzeigt und euch davor warnt. Alles in allem würde ich euch nicht mehr empfehlen, die 2 Pro zu kaufen. Die R2S ist günstiger und bietet dafür in den meisten Bereichen die deutlich neuere und bessere Technologie. So habt ihr mit 5,4K und 4K mit 60 Bildern meiner Meinung nach die deutlich besseren Möglichkeiten im Videobereich und in der Fotoqualität schenken sich beide eigentlich gar nichts. Ja, die verstellbare Blende der 2 Pro hat ihre Vorteile. Dafür habt ihr bei der R2S 22 mm Brennweite und dadurch ein größeres Blickfeld, was mir zum Beispiel wichtiger wäre. Am Ende muss das aber jeder für sich entscheiden. Ihr könnt natürlich auch auf die 3 Pro warten oder wie auch immer der Nachfolger der 2 Pro heißen wird. Hier gibt es Gerüchte, dass diese 8K können soll. Dadurch muss sie eigentlich automatisch auch mehr als 30 Megapixel im Sensor bieten. Hier wird also sicher nochmal eine Schippe zur R2S draufgelegt. Aber das werdet ihr sicher dann auch wieder im Preis merken. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos. Ihr könnt Fragen und Anregungen gerne in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.